Irgendwas können wir mit dieser, mit der Chinese hier wieder anstalten. Wahrscheinlich müssen wir uns so einen Weg bahnen, aber ich weiß es auch nicht genau. Wieso kam jetzt eigentlich so Schockmusik? Ich bin immer noch sehr verunsichert. Ich baue da mal zu, damit da nichts kommen kann. Tiba, du alter Schisser! Ja, ja. Ich weiß doch. Laserkanone, nein. Oder? Ne, nehme ich mal mit. Wir haben sehr viel Platz im Inventar. Nehme ich mal mit. Vielleicht geht uns jetzt irgendwie die Munition aus demnächst und dann ist die letzte Möglichkeit, die Laserkanone. Die Nation stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen. Was? Sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ich dachte, als er gesagt hat, jetzt können die das da mit der Stase verschmelzen, dachte ich, die Viecher können Stase jetzt anwenden. Aber eigentlich macht Stase alles langsamer. Also eigentlich müssten die jetzt ganz langsam sein. Okay, ich zück meine Nahkampfwaffe, weil wenn die auf mich zurennen wie so ein wildes Ding, dann... Hallo? Anybody there? I'm just Isaac Clarke and I want to kill you, so, why do you come, why do you not come to my position and, oh, get a shot in the head, maybe, or a coffee, and then I will shot you in the head, or I don't know. Komm mir gerade so ein bisschen vor wie PewDiePie, wenn ich hier irgendwie spreche. Da scheint es irgendwie nicht weiter zu gehen. Boah, jetzt ist hier wieder so ein bisschen Rätsel. Und dann dadurch strengst du wieder deinen Kopf an. Achtest gar nicht auf die Umgebung und plötzlich sind sie da, die komischen Viecher. Das ist mal dieses Spiel. Oh. Habt ihr es gesehen? Ich hab's jedenfalls gesehen. Boah, wie ich das gar nicht mag. Dann soll es doch herkommen. Mal diese 3000 Anspielungen, dass da jetzt irgendwas kommen kann. Davon werde ich wuschig. Davon werde ich richtig wuschig. Wir sind endlich hier lang gerannt, also da ist jetzt aber kein Platz. Mano. So, jetzt muss ich. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Boah, scheiße. Pass auf, wenn ich das Ding jetzt zur Seite schiebe, dann kommt's angerannt. Da ist es! Und es backt rum! Kann ich's erschießen? Oh oh. Ich hab's wütend gemacht. Oh, der sieht so komisch aus. Bitte was? Bitte was? Ich bin nur der Postbote. Sie müssen hier nicht rein. Nein, nein. Ich liefere nur die Pakete aus. Der Versicherungsvertreter ist da hinten. Boah, ich grad Schiss, dass mir das Ding in den Rücken fällt, ne? Hallo? Achso, hier ging's ja nicht weiter. Leute, das ist ein Vieh. Bleib mal ruhig da. Ihr werdet jetzt sagen, bewegt doch endlich mal diese Scheißkiste!
Dann kannst du endlich mal weitermachen. Du scheiß Schisser. Bitte was? 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 Ich kann sie nicht hören. Bitte was? Ich finde das so gemein. Die wollen mich doch töten. Dann sollen die doch zu mir kommen. Nicht ich zu ihnen. Wo ist denn da die Relation? Boah. Hab ich gerade, ne? Ihr merkt das, glaube ich. Ich gehe gar nicht richtig weiter, weil ich einfach nur immer stehen bleibe. Da ist doch was. Tot ist es. Okay. Mit Stase kriegt man das ja ganz gut in den Griff. Aber ohne Stase ist das, glaube ich, da bist du echt auf dem verlorenen Posten. So. Ich habe ja das Gefühl, jetzt kommt gleich noch so ein Teil. Muss ich da hin? Ja. So, ich versperre mal den Weg. Oh Mann. Achso, wo gehen wir denn überhaupt hin? Torpedoraum. Ja, nice. Sprengstoffbefugnis. Hallo. Bitte was? Ich muss gerade echt lachen. Ich mir gerade diesen Satz so angewöhne. Es ist eine Qual. Man könnte ja sagen, spiel mehr Horrorspiele, dann gewöhnst du dich. Oh, Staatspack. Dann gewöhnst du dich daran. Aber könnt ihr vergessen. Dass ich mehr Horrorspiele spiele, nur weil ich dann vielleicht mich weniger grusel. Also mir reicht dieses eine Spiel. Vollkommen aus. Ach, noch ein Schadepack. Sehr gut. Wie gesagt, mir reicht dieses Spiel vollkommen aus. Ich habe es auch nur als Let's Play gemacht, weil es wirklich damals sehr gute Kritiken bekommen hat. Und das ist so auf dem Präsentierteller hier, ne? Darüber zu gehen. Irgendwie gerade, wie so viel Blut. Bevor ich da lang gehe, erzähle ich noch kurz, wie gesagt, das Spiel hatte damals so gute Kritiken bekommen und weil ich eben mal einen Horrorschocker spielen wollte, damit ihr euch amüsiert. Wie ich mich hier einkacke. Ich peile ihren Standort an, aber offenbar kann ich sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Hat alle Türschlösser deaktivieren. Das heißt, dass jeder überall durch kann. Das heißt auch die Monster. Da kann man speichern. Okay. Okay. Gut. Ja, ich will bitte speichern. Danke. So. Kleinen Moment mal. Da muss ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. So, wieder da.
Ich hatte das Fenster auf und draußen bricht gerade irgendwie so ein bisschen die Welt in sich zusammen. Riesensturm. Und das müsst ihr nicht unbedingt hören, weil wenn das so rauscht im Hintergrund. Ne? Ah ja. Entweder ist es ein Grafikbug, der Geräusche macht, oder irgendwas läuft hier lang. So. Ah, schön. Frachtraum. Was ist denn da unsere Aufgabe? Müssen wir immer noch in den Frachtraum? Singularitätskern finden. Ich hab's geschafft. Ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch den Weg zum Maschinenraum und dann den Singularitätskern finden. Als ob das nicht alles wäre. Flug zum oberen Deck. Ah, irgendwie Dingens ist doch an Deck hier, ne? Hammond, dann gehen wir erstmal da lang. Wo wir nicht lang können. Ach, wir sind da. Auf der anderen Tür, okay. Judy. Bitte was? Nein, ihr elenden Scheißer. Wow! War das eine Ansage oder mal oder nicht? Boah, habe ich die zermetzelt. Dauerfeuer. Moment. So, jetzt nochmal speichern. Ne, falls wir jetzt da irgendwo verkacken sollten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich immer irgendwie speichern muss, aber es bietet sich an. Also wenn, es kann ja immer sein, dass ich da jetzt irgendwo hinter der nächsten Tür sterbe. Und dann müssen wir das ja normal machen. Weil erstens will ich das hier nicht normal machen. Erstens, weil wir ganz gut durchgekommen sind. Zweitens, weil ich mich dann in die Hose scheiße. Und drittens, weil ihr das im Video auch nochmal sehen müsst und das dann irgendwie nicht mehr so gruselig ist. Ihr kennt das ja dann. Jetzt geht die Tür da irgendwie nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Und da ist bestimmt jetzt frei. Ach so. Hä? Hä? Ah, ich glaube, ich brauche so ein Energiezeug. Du komm mal her. Fahrstuhl, was auch sonst. Was? Ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine. Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Dafür ist aber ganz schön langsam. Wenn wir den Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Bitte was? Da stirbt jemand. Alltag in Dead Space. bevor ich weitergehe, nicht für zwei Schiss habe, sondern um auf diesen Dialog einzugehen, beziehungsweise diesen Monolog. Also, naja, im Prinzip ein Dialog, denn er hat zu uns gesprochen, aber wir haben nicht geantwortet. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war das denn? Also, ein Professor, der hier irgendwie an Bord ist und uns gewarnt hat, wir sollen das Shuttle zu besseren Zwecken nutzen. Es scheint so, wie ich es mir schon gedacht habe, dass wir einfach mal keine Chance haben, gegen diese Viecher anzukommen. Und es deswegen auch sehr, sehr schwer wird, das überhaupt alles zu überstehen. Und er meinte, wenn wir jetzt fliehen, dann ist wahrscheinlich die ganze Menschheit verloren, weil eben nicht nur der Planet damit befallen wird, sondern auch wahrscheinlich weitere Planeten, inklusive dann irgendwann der Erde. Und sich das dann so weit ausdehnen, dass man da einfach keine Chance mehr hat, das irgendwie einzudämmen. Deswegen sollen wir wahrscheinlich den Marker auf das Shuttle bringen und den Marker dann wahrscheinlich wieder irgendwo hinschicken, weil das wahrscheinlich dieses Obervieh von den ganzen Viechern ist.
Ach, da chillt einer. Kann ich dem irgendwie helfen? Der Chinese kann ich nicht ranholen. Ja, aber da ist halt so ein Schwerkraftloch. Das, puh. Ich glaube, du musst da Ella nicht verrecken. Zum Arsenal. Gefahr, instabile Munition. Jawohl. Thank you.